1629 Kochumzeller haben sich seit Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr mit dem Coronavirus infiziert. 50 von ihnen haben diese Infektion nicht überlebt. Der kleine Hunsrückort Lieg ist eines von 4 Dörfern im Kreis Kochumzell, wo bislang noch kein einziger Corona-Fall festgestellt wurde. Woran liegt das? Wir haben Ortsbürgermeister Heinz Zilles getroffen und ihn nach dem Rezept gegen Corona-Infektionen gefragt. Herzlichen Dank, kann ich nur sagen, der Bevölkerung für ihre tolle Disziplin in Sachen Corona. Wir haben hier die Beschlüsse der Bund- und Länderkommission eindrucksvoll umgesetzt. Vom ersten Tage an wurde das gelebt und auch mitgetragen von der Bevölkerung. Jung und alt haben Einsicht gezeigt für diese Maßnahmen und deshalb ist auch Gott sei Dank kein positiver Fall bisher in Lieg aufgetreten. Vielleicht ist das ein Beispiel für viele andere Kommunen und Städte, genau nach diesem Vorbild zu leben. Nach Meinung des Lieger Ortsbürgermeisters muss so schnell wie möglich zum normalen Leben zurückgefunden werden. Denn ohne Bevölkerung, ohne Eigeninitiativen können wir nicht zu einem normalen Leben zurückkommen, das ganz wichtig ist für das gesellschaftliche Miteinander. Auch aus finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen wäre es sinnvoll, schnellstmöglich im Rahmen von Tests und auch Impfungen das zu beherzigen und umzusetzen, damit das Leben wieder richtig Spaß macht, dass gesellschaftliches Leben aufgenommen werden kann und auch das soziale Miteinander Vorrang genießt. Damit dies gelingt, hat Heinz Zilles ein Beispiel und eine Forderung an die Politik. Ein eindrucksvolles Beispiel ist natürlich auch die Gemeinde Gimmeldingen, die rechtzeitig zur diesjährigen Mandelblüte ihre gesamte Stadt geschlossen hat, die immer auch als Touristenmagnet galt in der Vergangenheit zu diesem Mandelblütenfest. Ich kann nur appellieren, dass sämtliche anderen Kommunen oder Städte nach diesem Beispiel handeln, denn es hilft uns allen im Rahmen des Gesundheitsschutzes, die Corona-Pandemie zu bekämpfen.